für Sie zu Hause auch wieder mit dabei sind natürlich unsere beiden Kommentatoren, Didi Wolf für den Siebenkampf und Thomas König für den Zehnkampf. Ladies first, Didi, fangen wir mal mit dem Siebenkampf an. Ich denke, ein sehr, sehr spannendes Rennen wird das heuer um den Sieg werden. Die Siegerin der letzten beiden Jahre, Nafisato Thiam, ist nämlich heuer leider nicht dabei. Das bedeutet die Chance für viele, viele andere. Was dürfen wir uns erwarten? In den letzten Jahren ist es immer so rund an die 7000 Punkte rangegangen. Ist das heuer auch wieder möglich? Das glaube ich eher nicht. Du sagst es, Nafi Thiam, die Nummer 1 der neuen Weltrangliste sozusagen, ist eben nicht am Start, ist verletzungsbedingt erst später dann in der Saison zu sehen. Aber wenn man auf die Weltrangliste blickt, dann sieht man Katharina Johnson-Thompson, dann sieht man die US-Amerikanerin Erika Bugert oder die deutsche Caroline Schäfer. Einzige, die schon gewonnen hat, hier ist Johnson-Thompson 2014. Und ich nehme mal an, die drei werden sich den Sieg ausmachen. Aber alle haben gesagt in der Pressekonferenz, also Topstars von 7-Kampf, aber auch vom 10-Kampf, drei Aussagen. Es ist mein erster Freiluftwettkampf. Ich muss eine Standortbestimmung sozusagen erst machen und daher weiß ich nicht genau, wie ich stehe. Das Einzige, was man wahrscheinlich wissen wird, wer hierher kommt, ist super in Form oder gut vorbereitet. Frage ich dich mal etwas, was du wahrscheinlich eher weißt. Letztes Jahr der Hochsprung im Siebenkampf, der war ja grandios mit diesen 2,01 Meter im Weltrekord innerhalb eines Siebenkampfes. Auf welche Disziplin freust du dich heuer im Siebenkampf besonders? Da muss ich doch ein bisschen ausweichen, denn wir haben mit Erika Bugert eine, die den Hürdensprint, der jetzt dann gleich zu Anfang kommen wird, im letzten Jahr extrem schnell gelaufen ist. Mit Katharina Johnson-Thompson, eine, die auch sehr, sehr gut hochspringen kann. Der Weitsprung ist sowieso auch immer ein Highlight. Also ich möchte mich doch nicht festlegen, aber ich glaube, dass einige Bewerbe auch heuer sensationell werden können. Aus österreichischer Sicht Sarah Lacker dabei, die 19-Jährige. Für sie geht es noch um das Limit für die WM in Doha. 6.300 Punkte sind dafür nötig. Trauen wir ihr das zu? Das trauen wir auf jeden Fall zu. Sie hat aber natürlich im Juli ein anderes Highlight, die U23-Europameisterschaft. Dafür ist sie auf jeden Fall fix qualifiziert. Das wird sie locker schaffen. Und daher hat sie auch hier eher einen Wettkampf sozusagen, den sie vielleicht schon in Vollform, in guter Form bestreiten kann, weil der ist im Juli nicht so weit weg. Bei Ivona Dadic wissen wir schon seit längerem, die ist mit dem Fernziel Oktober WM in Doha hier nicht am Start, weil das für ihre Trainingsplanung überhaupt nicht hineinpasst. Bitter ist natürlich für Verena Breiner, unsere dritte Weltklasseathletin, die war beim Zusammenpacken vor zwei Tagen schon am Weg nach Götzis und hat sich dabei am Knöchel verletzt, ist umgeknickt. Also die ist natürlich leider wirklich hier schmerzlich vermisst, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke, Didi. Wir entlassen dich. Musst schon hoch an den Kommentatorenplatz, denn die Damen, die werden in ein paar Minuten schon starten. Thomas, wir können aber noch kurz über den Zehnkampf plaudern. Da ist natürlich das große Thema Damian Warner. Der könnte heute oder in diesem Wochenende seinen fünften Sieg in Götzis einfahren und damit gleichziehen mit Roman Schäberle und mit Carolina Klüft, den Rekordsiegern hier im Mösli-Stadion. Er ist natürlich der große Favorit überschlagen? Es war natürlich so in den letzten Jahren, dass nicht nur er das Meeting dominiert hat, sondern auch darüber hinaus hat es fast nur Favoritensiege in Götzis gegeben. Die Außenseiter-Triumphe, die waren selten. Oft war eben ein absoluter Ausnahmeathlet da. Das gilt eben auch für Warner in dieser Tage, auch wenn der frische Weltrekordmann vom Vorjahr, nämlich Meyer, Kevin Meyer, der Franzose, nicht mit dabei ist. Das ist ein seltener Starter, den werden wir erst in Doha bei der Weltmeisterschaft sehen. Aber Damian Warner ist gut in Schuss. Er hat sich zwar, wie er gestern selber gemeint hat, oft geirrt, wie gut er wirklich ist. Da hat man mal gemeint, besser drauf, eigentlich müsste mehr drin sein, dann war es nicht so gut. Er hat hier bei verschiedensten Bedingungen gewonnen, auch beim kältesten Meeting aller Zeiten. Also wer soll ihn schlagen? Ich glaube nicht einmal das Wetter kann das. Wenn er halbwegs normal durchkommt, dann wird er hier wohl gewinnen. Aber der eine oder andere wird schon darauf hoffen, dass es vielleicht die Schwäche bei irgendeiner Disziplin gibt bei Damian Warner. Wer kann ihn denn herausfordern? Da gibt es zum einen natürlich auch im Vorjahr den zweiten, den ersten, Maike Luibo, hat auch schon über 8.500 Punkte gemacht. Eine starke deutsche Zehnkampf-Armada. Da ist Rico Freimuth wieder mit dabei, der letztes Jahr nach 7 Bewerben hier fast zurückgetreten ist, völlig mental ausgebrannt. Jetzt ist er wieder voll im Saft. Der großgewachsene Deutsche hat auch schon über 8.600 gemacht. Kai Kasmirek habe ich da auf der Rechnung auf alle Fälle. Brucker ist stark, Kaul ist stark. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Deutsche. Im Normalfall ist einer oder zwei immer gut durchgekommen und die sind gefährlich. Was uns natürlich freut, Dominik Distelberg ist auch wieder dabei, nachdem er letztes Jahr gefehlt hat. Auch für ihn geht es ums WM-Limit. 8.200 Punkte, schwere Geschichte für ihn, denn er hat sich im Jänner ja einen Muskelriss zugezogen, ist aber wieder fit. Dafür sind seine alten Beschwerden bei der Achillessehne weg. Also er hat sich mal 8.000 Punkte vorgenommen. Die Weltmeisterschaft ist spät. Wenn er die 8.000 hier macht, dann wäre er, glaube ich, ganz gut Richtung WM unterwegs. Danke, Thomas. Viele Fragen, viele Antworten, die wir suchen in diesen nächsten zwei Tagen. Jetzt